Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem ersten Review über ein Spiel. Und ich habe jetzt seit 2 Monaten keine neuen Videos gehabt. Ich habe versucht auch Real Life Videos zu machen, aber es ging leider nicht. Ich versuche das Spiel immerhin weiter und dann warte sehnsüchtig gespannt auf ein ganz neues Real Life Video. Ja, und heute gibt es ein Review und zwar über Spiel Call of Duty Modern Warfare 3. Warum ich dieses Bild genommen habe? Ja, ich beschreibe gerade eine der schlimmsten Momente, da Paris so berühmt ist und gerade wo man durch Paris rumläuft und halt Spoiler-Alarm und den Eiffelturm wegsprengt. Boom! Weg. Ja. Und jetzt will ich euch erklären den Singleplayer. Alles wird gespoilert. Wer das nicht mag, sofort rausgehen, wer es sich bald kaufen will. Rausgehen. Gut, wenn ihr es wollt. Ich zwinge euch nicht. Gut, kommen wir zu den Singleplayer. Meine Nase ist ein bisschen verstopft. Und zwar geht es darum, am Anfang ist man, ich bin noch vergessen, ich weiß nicht ganz genau, wer man ist. Aber am Anfang, da ist man in einem Schlachtfeld, wo man kämpft. Und da, das sollten jetzt nur die wissen, die vom MW2 auch durchgespielt haben. Und zwar am Ende wird der Soap von einem Messer getroffen. Und da versucht er, der rettet ja noch Ding, Captain Price. Rettet der Captain Price und dafür wird er so schwer verletzt. Und bei MW3 retten die ihn, die halt mitten im Pferd die anderen kämpfen und der kommt. Die versuchen ihn wieder zu leben, stecken die Spritze rein und dann, voila, geht's ihm gut. Bisschen behindert, weil die Regeneration geht ja in 2 Sekunden bei Modern Warfare, bei Call of Duty. Ja, und so wird er wiederbelebt und ihr kämpft eine ganze Weile weiter. Es gibt aber auch sehr viele Bugs. Leider kann ich euch jetzt keine Videos zeigen, da ich nicht aufnehmen kann oder halt also von der PS3 und irgendwie auf dem PC kriegen kann. Es wird aber Reviews werden mit Videos oder mit oder Gast-Gameplays oder Gameplays, da ich, wenn ich die Podcast, wenn ich die PC mal kurz angekommen habe, also war jetzt wieder gespannt drauf. Ja, und zwar geht es darum, den Feind Makarov, der auch bei Modern Warfare 2 dabei ist, zu töten. Es ging aber am ersten in der letzten Mission. Leider verliert man auch durch MW3 sehr viele gute Freunde. Manche Leute kennen von euch, alle kennen von euch so, der Anfangsspieler. Und ich bin so ein bisschen behindert, dass als wenn so, blablabla, das sage ich nicht jetzt, sondern später. Ja, bei der Singleplayer gibt es auch viele Bugs. Wie normal bei jedem Spiel, aber ein bisschen auch komische. Wie ja, die Physik Engine ist relativ geil, auch ein bisschen behindert. Die Grafik ist sehr gut eigentlich für 2011, doch manche Grafiken, wie zum Beispiel so Postfachstellen, da ist es einfach nur so völlig out. 100% drauf gemalt aus, nicht realistisch. Ein Kontra. So. Gehen wir mal zu Singleplayer weiter. Damit verliert er sehr viele Freunde, weil man kämpft doch gegen die. Die Mission mit diesem Pariser Turm, den ihr gerade seht, ist das, wo ihr seid in Paris und versucht ihn halt alles zu infiltrieren. Also sind Gegner und so alles. Und da müsst ihr ja auch kämpfen. Und da wird leider der Pariser Turm, Eiffelturm eingestürzt. Das finde ich sehr traurig, warum die das machen würden. MW3 soll ja theoretisch eigentlich der dritte Weltkrieg sein. Keine Ahnung, was der dritte Weltkrieg sein soll. Vielleicht Black Ops 1 oder das da. Ich habe keine Ahnung. Schätze in die Kommentare, was eigentlich der dritte Weltkrieg sein soll bei Call of Duty. Ich würde mich sehr viel freuen. Und gehen wir weiter. Also jetzt eingestürzt, ja. Und später, das ist jetzt das traurigste aller Zeiten, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe wirklich geweint, als es passiert. Viele von euch kennen ja Soap. Der von MW1 und von MW2, Soap McTavish. Unser Captain, mein Lieblingsspieler. Und, ja. Soap, rest in peace. Manche Leute fragen sich jetzt bestimmt, was? Was ist passiert? Ja. Und zwar ist es so, dass wir in einer Mission Makarov aufhalten sollen, wir sind bei einem Sniper geschützt. Wir spielen Yuri und Soap ist neben uns. Und Captain Price versucht, also wir sind ein bisschen weiter weg, Captain Price versucht Makarov auszuschalten. Doch Makarov weiß schon von davon
Und wenn so, wenn Captain Price reingeht, also wir töten jetzt ein paar Leute mit Zapper, Action, kann halt nichts bewegen, nur rumzugen und schießen. Wir schießen dann ein paar Gegner weg, danach öffnet Captain Price ein Tor und ja. Ja, das ist auch so, Kamera steht drinnen mit überall C4 dran und es explodiert. Und Kamerov ist tot, Captain Price hat überlebt, er ist weggerannt, oh, weggesprungen, also weggerannt, hat überlebt. Und Makarov hat was über Juri erzählt, der weiß, wer Juri ist, denn Juri war früher ein Mitspieler, Juri war früher ein guter Freund, oh shit, war nicht. Na verdammte Scheiße. Nein, Juri war ein Freund von, jetzt nochmal, der Makarov, denn manche Leute kennen auch noch von MW1, diesen riesen Mann, der man am Ende umbringt. Und zwar, wenn man den anschießt und der das überlebt, dann fliegt er in ein Auto, da wo Makarov ist, er und, habt ihr euch gespannt, Juri ist. Sie fahren weg und überfahren noch einen Freund. Das fand ich sehr witzig, also von den Gegnern. Die haben einen überfahren. Alles geil. Das fand ich sehr witzig, ja. Und dann sagt so, was der weiß von dir. Und dann hört er ihm so ein Ding und danach schmeißt er sich und Juri, also so schmeißt sich und Juri aus dem Fenster. Die fliegen runter, die ganze Zeit, denn da war ein C4 übertragen, ist auch geplatzt, ist runtergefallen, so war fast tot. Und dann kam noch Captain Price, die haben den hingezogen. Man sollte dann so rumziehen und dann halt beschützen, also am Ende. Und ganz oben wird dann versucht man den wiederzubeleben, doch leider fehlgeschlagen. Soap ist tot. Ja, Soap ist gestorben. Ich finde es immer noch sehr, sehr traurig und ich muss jetzt mal Pause machen, da ist Licht, das offen ist. Unnötig Lichtverschwendung. Ah, immer dieses Licht. Ah! So, ich habe das Licht ausgemacht. Ja, so fällt runter, man kann ihn leider nicht retten, doch Captain Price hat so geschrien, Soap! Obwohl bei MW1 als Gast geschoben ist, da hat er nicht, aber nicht so, weil er hat eigentlich mit Gas mehr gearbeitet, also zusammen kooperiert und ich war ein bisschen behindert, aber ich würde gleich zurückgehen, weil Soap ist einfach nur die beste Person und ich kann immer noch aus, da Soap gestorben ist. Warum haben die das gemacht? Scheiß geskript. Soap ist tot, das kann man ja aus dem Kopf kriegen. Ja Leute, er ist tot und Juri auch am Ende, denn am Ende wird Juri auch getötet. Am Ende der nächsten Mission geht ihr mit Juggernaut durch Hof, versucht Makarov zu bringen, schießt aber viele Polizisten ab, noch Maka, also diese Hurensöhne von Makarov. Und am Ende seid ihr ganz oben, ihr werdet von Fede getroffen und man sollte runterschießen mit Raketenwerfer, irgendwas, meine Ahnung, mit Granatwerfer, das habe ich vor Monaten durchgespielt. Ja, und danach fliegt der Heli auf euch, ihr überlebt es, euer Juggernaut ist kaputt. Und danach läuft ihr hoch, aber ihr stürzt ein, eure Panzerung ist jetzt hier weg. Und danach kämpft ihr mit Makarov, so bam bam, so Männerfight, so wer die geile Frau kriegt und sowas. Ja, was? Und zwar kämpft ihr danach, hätte euch Makarov fast umgebracht, kommt Juri von der Seite, schießt ihn einmal an. Und da passiert es. Makarov schießt ihn zweimal, einmal links auf Brustbein und einmal rechts und dann noch einmal aufs Kopf. Und dann ist Juri gestorben. Das hat ihm so abgelenkt, dass man spielt ja Captain Price, also dann hat man ein Ding genommen, hat er angegriffen, hat man dann durch Fenster geworfen, also er hat ihn erhängt, also Seil um den Kopf gebunden, auf dem Fenster kaputt gemacht, so reingedrückt und danach ist er runtergefallen. Man fällt auf so ein Gelände und Makarov wird da erhängt und danach, keine Ahnung warum das, aber ich finde es so behindert, sein bester Freund, ich glaube, es ist bester Freund, ist tot, Juri ist auch noch tot und was macht er? Er raucht. Ja, er macht eine Zigarette, Mission erledigt, gehen wir nach Hause, alles verloren, scheiß drauf, nicht, ja, leider so, Makarov ist tot, Soap ist tot, Kamerov ist tot, und Juri ist tot, wir können nur mit M3, aber denn er wollte auch einen Stink töten, Makarov, obwohl die Freunde waren. Das war die Kampagne und kommt zum Überlebenskampf.
Ja, nein, nicht zum Multiplayer, sondern im Überlebenskampf ist es so, es gibt eigene Level, ihr levelt euch mit Freunden oder allein, mindestens könnt ihr zwei Leute sein, keine Ahnung warum, und ihr kämpft euch durch Schwellen gegen keine Zombies, keine Ding, Monster oder so, sondern einfach nur Menschen mit Waffen, ja. Ihr könnt es aber nur durch, solange ihr könnt, Juggernauts und Hades kommen und so alles, Hunde mit C4 dran und so alles, Menschen mit C4 dran, ihr levelt euch, einzige Aufgabe ist aber so lange zu überleben, wie ihr könnt. Ja, das war eigentlich die Koop, das Koop. Also Überlebenskampf. Ihr könnt ja auch zusammen Mission machen, ne? Das leider nicht so gut ist. Da, ja, das macht nicht so viel Spaß. Doch, man kann sich da auch leveln. Das ist auch geil. Und die vielen Missionen, die schicken auch. Aber leider hat nur die Dauer, also von der Kampagne. Ich komme wieder zurück zur Kampagne. Hat die Dauer nur. Hat nur einen Spielzeit von 6 Stunden. Ihr sagt mir, oh mein Gott, ist das zu viel! Stellt euch mal vor, dass manche Spiele sogar eine 30-stündige Kampagne haben, wie GTA 5 und so alles. Und es hat gerade nur 6 Stunden, obwohl jedes Kopfspiel mindestens 8 Stunden hat. Ja. Okay, gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar bei dem Multiplayer-Modus. Da geht es einfach wieder um Killen, Schlachten, Abschlussserien, Bam, tot. Ja. Und zwar ist es einfach nur töten, leveln. Und ich finde es ein bisschen. Das ist irgendwie das geilste Teil, um seine Sachen zu. Also. Ausrüstung zu schnappen und so alles. Und zwar muss man da killen oder einen Punkt zu machen mit der Waffe. Und aus diesen Punkten könnt ihr dann eure Waffe leveln. Und auf Level 31 ist entweder könnt ihr Gold und habt dann alles. Doch ihr müsst erstmal leveln. Meine Lieblingswaffe, MP7, die gibt's eigentlich immer am Anfang. Aber da gab's die ab Level 74 und es war die letzte. Ich glaube, das war die zweitletzte Waffe, die es gab, oder die letzte Waffe, die man Waffe kriegen kann. Und wo ich so lieb, dafür gibt es was ganz neuen Feature, und zwar den Prestige-Laden. Damit kriegt man Prestige-Token, wenn man Prestige macht, dann kann man eine Waffe freischalten, oder Ausrüstung und so weiter und so fort machen, oder eine Extra-Karte, und ich habe sofort MP7 gemacht. Leider gehen alle eure Statistiken weg, also eure ganzen Level gehen weg von den Waffen, wenn ihr Prestige macht. Einfach nur scheiße, und die Killstreaks sind wieder mal abnormal viele. Und dafür gibt es aber ein ganz neues, und zwar ist es, einmal Soldat. Und habe ich noch eins vergessen, aber wenn man da stirbt, dann sind die Kills noch dabei, und da kann man auch Killstreaks machen, ohne zu killen. Also, Up of Escort, da kann man aber nur Ding, kriegt man nur Kisten und Juggernaut Aufklärer. Ja, aber 18 Kills und so EMP. Ja. Das war es eigentlich schon. Das war mein erstes Review, hoffe es hat euch gefallen. Schreibt mir mal ein Ding, wie euch MW3 gefällt. Oder was ich andere, was ich noch reviewen soll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alles, also Kaufdetail, also Kaufseiten soll es mit alles in der Beschreibung stehen. Meine PSN, also PlayStation Network ID, wird auch unten hier, da können wir vielleicht mal eine Runde MW3 zocken. Wenn ihr hättet habt, dann wird es ja noch geiler. Und danke, ich sage jetzt mal schon danke. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich war euer Boxflash. Abonniert, favorisieren, alles machen. Zeigt es euch. Zeigt es euren Freunden. Zeigt jedem, dass MW3 geil ist. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei einem neuen Review.